Ja, hallo alle zusammen. Und zwar, ihr seht schon, diesmal soll es um den Trophy-Time gehen. Endlich hat er mal bei mir gebissen. Ja, hat ein bisschen gedauert, aber ich habe den Fisch endlich am Haken jetzt gehabt. Ja, ich zeige euch wo und ja, mit Schleppen natürlich. Ich zeige euch die Ausrüstung. Da habe ich auch noch mal ein Biss. Ich bin schon weggetrieben. Eigentlich habe ich den da hinten ausgedrillt. Ich zeige es gleich sofort nach dem Fisch. So, ich habe den eigentlich hier hinten ausgedrillt. Also die können definitiv hier nicht reinschwimmen. Man kann in Ruhe hier drillen. Also gar kein Thema, die können da nicht rein. So, und in dem Bereich hat auch der Drill stattgefunden. Der kann da nicht weg. Und alles ist super. Gebissen hat er hier im 12-Meter-Loch. Einfach auf die Route hier. Der Motor abstellen. Ja, schönes Ding auf den 002er Shad hier, den 12er, hat er gebissen. Und zwar auf diese Ausrüstung hier, 25er Fluorcarbon-Vorfach, 43 Kilo. Brett da drauf, damit ich ein bisschen Schnur auf der Rocket habe. Und sonst ist das zu wenig, 210 Meter ist schon grenzwertig, aber es geht. Muss halt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht leer gezogen wird. Ja, was soll ich sagen? Einfach reinschmeißen und vor allem vorher, sage ich mal, also vor dem Patch hatte ich eher abends die Bisse. Ich habe vorhin schon wieder Motor abstellen. Ich habe vorhin schon einen gehabt, 45 Kilo, auch auf demselben Shad. 002 hier. Der hatte hier hinten gebissen, der andere hat jetzt hier gebissen, in dem Bereich, und ich habe sie beide hier ausgedrillt. Also versucht es wirklich, den Fisch erstmal hier hinzubringen und hier in Ruhe ausdrillen. Gar kein Thema. So, ja, meine zweite Route sieht wie folgt aus. Ja gut, ist eine normale Spin-Route, aber auch hier mit dem Wobbler-Bonus halt und mit der Wenger Braid drauf, 30er Flurvorfach hier. Was mache ich? Ich versuche einfach nur erstmal zu schauen, welcher Crank überhaupt läuft. Und wenn ich es herausgefunden habe, dann mache ich die drei verschiedenen Größen drauf. Also ihr habt es gerade gesehen, warum auch immer ich den scheiß Motor immer starte. Hier habe ich den 18er drauf und auf der dritten Route habe ich den 16er drauf. Also ich habe alle drei Größen hier drauf, weil der 2er lief halt heute bei mir am besten und dementsprechend hier die drei Größen einfach nur drauf gemacht. Wenn man mit drei Routen angelt, muss man noch mehr darauf achten, dass man den Trollgang auf gar keinen Fall abstellt und wirklich hinterm Fisch hinterherkommt. Auswerfen, ich sag mal jetzt so an die 40, 50 Meter, werfe ich hier raus. Die hat auch gelitten mittlerweile, die Rolle. Die hat so ein bisschen hinter sich, glaube ich. Ja gut, es geht eigentlich auf der Bremse gerade mal 80%. Ich habe eigentlich mit mehr gerechnet. Die hat drei oder viermal gebrannt. Ja, 40%, was heißt 40%? 40 Meter raus ungefähr und dann einfach ja, schleppen. Ihr habt hier hinten auch häufiger Bisse. Also in dem Bereich. Ich habe es auch hier versucht, einfach nur stehen zu bleiben, hier ein bisschen zu werfen. Hab ein bisschen Bisse gehabt, aber es ist halt vom Vorteil, wenn man drei Routen im Wasser hat. Drei oder eine ist ein Riesenunterschied. Man kann jetzt auch hier, wie gesagt,
auch die Quicker nutzen, einfach nur die Quicker dran und schleppen. Die Timen beißen da drauf. Absolut gar kein Problem. Gucken wir mal. Die Zeit ist eigentlich ganz gut. Wie gesagt, einfach nur ein Jig-Montage hier. Ein 43er Vorfach da dran. Nehmen wir 3-0 und den Quicker dran. Habe ich auch gestern gemacht mit drei Routen auf Quicker. Ich muss sagen, ich hatte nicht so einen Erfolg. Der größte, den ich da gehabt habe, war 22 Kilo. Ist auch ein ordentlicher Fisch, aber auf die Cranks hat es jetzt geklappt. Ich habe jetzt 5 Tage hier geschleppt. Nicht die ganze Zeit, klar. Also pro Tag so 2 Stunden, sage ich mal, Minimum. Heute hat es nach 3 Stunden geklappt, endlich, dass die Trophy dran ist. Ihr könnt auch ruhig mit den Quickern schleppen. Absolut kein Problem, zwischendurch die Rolle auf, zu, dass der Quicker absinkt. Und ja, ich habe gestern auch so einen Stör gehabt. Nelma hatte ich dran. Die Seesaiblinge mögen das auch ganz gerne. Okay, ja, so sieht's aus. Auf jeden Fall, wie gesagt, in dem Bereich auf jeden Fall. Also eigentlich schauen, wo er beißt und dann versuchen in dem Bereich zu fahren und dann wirklich herausfinden, welcher Wobbler denn bei euch heute läuft. Und ja, wenn ihr das dann so machen wollt, dass ihr 3 Routen reinschmeißt wie ich, ja, 3 verschiedene Größen vom selben Wobbler. Ich habe es auch schon gehabt, dass der Zehner bei mir lief. Also man muss dann immer schauen, welcher gerade läuft. Also die Chats, die sind eigentlich ganz gut hier und die laufen auch. Okay, dann wollen wir mal gucken, was das Ding denn uns jetzt so bringt im Café. Ich lasse mal die Ruten draußen. Was heißt im Café? Vielleicht ist es ja im Café, das wäre optimal. Einfach mal gucken, was es an Silber bringt. Und gleich ballert einer in voller Fahrt rein. Habe ich auch schon gehabt. Okay, ja, sehr schön. Endlich hat es geklappt. Jetzt kann ich mich auf den Stör konzentrieren. So, einmal im Café gucken. Hecht ist gerade drin. Wels habe ich nicht. Und was bringt uns der Fisch? Wie es bringt uns der Fisch? Wo haben wir ihn? Ja, 950 Silber ist ein ordentlicher Preis für 3 Stunden. 1800 Silber. Ja, kann man nicht meckern. Auf gar keinen Fall. Wo ist denn unser 45er hier? 45er bringt uns 200 Silber. Ist auch nicht schlecht. Ist auf jeden Fall ein ordentlicher Kescher, der sich sehen lassen kann. Oder in den Trophy. 850 Silber. In 3 Stunden. Könnte mehr sein, aber ich habe ja den Trophy hier drin. Also passt das. Okay. Also die Bereiche hier. Den Bereich. Und hier hinten kriegt ihr auch ein bisschen nicht vergessen. Alles klar. Dann natürlich der Drill. Viel Spaß dabei. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.